Ja, für die, die mich noch nicht kennen, das sind relativ viele jetzt hier gerade sein. Ich sehe einige Biene, die kennen mich wahrscheinlich, ich bin die Jinx. Hallo? Hi. Hi. Servus. Verzeihung. Abend. Wir sind heute hier, um also zeitgerecht zu Ostern eine Auferstehung zu feiern. Ja, tatsächlich. Chaosnahe Gruppe Wien ist wieder auferstanden, gerade mitten dabei, sich in CCC Wien umzubenennen. Wir sind ganz kurz mal hier, um zu zeigen, was wir bis jetzt gemacht haben, was wir überhaupt so tun wollen. Wir haben euch auch was mitgebracht, so zur allgemeinen Schmerzbefreitheit hinterher für die Karaoke-Party. Und Alkohol gibt es auch. Der kann helfen. Also ich kann aus Erfahrung sagen, ohne kann man das auch nicht durchdrücken, aber das ist ein anderer Punkt. Cheffe, magst du mal? Dicke. Jo. Na, ich bin ja gerade vor einer Stunde gehijackt worden, hier was zu sagen. Ich vermute, dass der Hintergrund ist, zu erzählen, und ich werde da gerade von Herbert Arck beugt, wie das mit der Geschichte der chaosnahen Gruppe Wien, des Metalab und des CCC und dieser Auferstehung war. Diese chaosnahe Gruppe Wien, die auf der CCC-Seite als Erfa Wien geführt wird, gibt es eigentlich schon ewig. Und daraus ist dann mal das Metalab entstanden, und das Metalab sagt halt selber, sie wollen Provider sein für Raum, für einfach Infrastruktur, aber nicht selber, danke für das Licht, nicht selber politisch und so weiter aktiv sein. Und irgendwie war das dann so, dass dieses Chaos Wien immer als Erfa geführt wurde, und immer wenn Leute kamen und sagten, wo ist in Wien denn der CCC, hat man gesagt, geh mal ins Metalab. Und die im Metalab haben dann gesagt, ja, du, weiß ich auch nicht. Genau, das war dann halt eher so dieses, ja, irgendwen kenne ich da, und der Weg war hier mal und keine Ahnung. Und irgendwie gab es dann auf dem Camp die ersten Wiederversuche, man könnte mal reden, man könnte mal versuchen, das wiederzubeleben. Und dann hatten wir Termine, die nicht geklappt haben, und dann bin ich da im Januar, 15. Januar circa, hingefahren, und da haben wir einen sehr schönen netzpolitischen Abend gehabt. Dann haben wir einen Abend Bier getrunken, und am Ende des Abends hieß es dann, naja gut, dann sagen wir der Vereinspolizei, wir machen das jetzt wieder, und ja, dann gab es das plötzlich wieder, und dann sind in den letzten 8 Wochen über diese Mailingliste mehr Mails gegangen als bei den meisten Erfas im halben Jahr. Und es gab plötzlich dieses Logo, es gab eine Satzung, es gab eine Gründungsveranstaltung, es gab eine Obfrau. Und dieser CCC Wien hat sich irgendwie in so kurzer Zeit so hervorgetan, inklusive Bewerbung um einen Kongress, dass ich da saß und dachte, wow, Rock'n'Roll, ja, läuft. Und ich beobachte das Ganze eben seitdem einfach nur staunend und finde das toll, was ihr und die Leute da treiben. Und ich glaube, dieses Österreich, da ist richtig was zu holen, was Chaos angeht. Ja. Also da, ich sehe da ganz große Synergien. Aber inhaltlich, bitte. Dankeschön. Wir freuen uns. Ja, wir uns auch. Dankeschön. Also vor allem für die huldigenden Worte. Das Mikro kannst du eigentlich im Peppi in die Hand drücken. Wir haben ja nicht nur Vorstand, wir waren ja so frei, uns auch gleich irgendwie einen PR-Beauftragten irgendwie dazu zu hijacken. Dankeschön. Was gerade schon gesagt wurde, wir haben ein Logo tatsächlich. Unser Logo-Engel ist auch irgendwo hier anwesend. Eva? Winken. Einmal Applaus für die Eva, für den Logo-Engel. Dankeschön. Wie auch noch spontan für den ausgefallenen Video-Engel eingesprungen ist. Also Doppel-Engel, ja? Das ist grandios, danke. Wie gesagt, wir haben euch was mitgebracht. Wir haben gesagt, es ist ein bisschen viel passiert die letzten paar Wochen. Ich weiß aber gar nicht, wie das alles passieren konnte, das ist ein anderer Punkt.
Wir haben eigentlich momentan der Status ist, wir haben halt alles eingereicht bei der Vereinspolizei. Das dauert jetzt halt alles noch einen Moment, bis wir den Papierkram durch haben, bis wir dann wirklich offiziell was tun können. Bis dahin haben wir gesagt, okay, wir nutzen die Zeit aber jetzt auch mal. Und wir haben ein wunderbares Pamphlet der österreichischen Bundesregierung uns rausgepickt. Die Digital Roadmap. Also so einer der zentralen Teile ist so, wie war das mit den 100 Mbit bis 2020 oder so? Kann mir so, sollen wir spoilern, was die offizielle Breitbanddefinition der österreichischen Bundesregierung ist? Sei so lieb. Wer möchte raten? Ganz schnell. Oh ja. Bewerft uns mit Zahlen. Unter 1 Mbit. 8 Mbit höre ich. Wer bietet weniger? Schneller als Modem. Schneller als Modem. Ja, schneller als eine Dial-Up-Verbindung ist eines der Kriterien für Breitband. 64K. Ich kann das spoilern. Die offizielle Breitbanddefinition der österreichischen Bundesregierung, die vom Bundeskanzleramt bei uns veröffentlicht wird, ist 384 Kilobit. Diese Angabe ist pro Sekunde. Und 64 Kilobit im Upstream. Also das wäre jetzt der Zeitpunkt, den Alkohol rauszukramen. Also wir haben versucht, dieses Pamphlet durchzugehen. Wir waren, ich glaube, über einen Hackathon waren wir wie viel? 15 Leute oder so? Ja. Das ist mein Ernst, es wird jetzt schmerzhafter. Also wer mag, darf jetzt gerne wirklich zugreifen. Es wird nicht besser werden über den Abend. Also wie gesagt, 15 Leute oder so über einen Hackathon, die versucht haben, diese Roadmap durchzugehen, zu kommentieren. Also das Ding ist ja wirklich online. Es steht halt tatsächlich zur Kommentierung zur Verfügung. Also man kann sich da auch jederzeit gerne auf digitalroadmap.gv.at reinklinken und sich das einfach mal selber geben, wer so masochistisch veranlagt ist oder einfach mal 3 Stunden Zeit hat oder so. Wir haben es ohne Alkohol versucht, es ging nicht. Just Spoiler. Wir haben auch ein Bingo veranstaltet. Das war innerhalb von 8 Minuten bei diesem IKT-Konvent eingeführt. Das lag auch nur an der Anordnung, dass Cyber in der Mitte steht. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir waren fertig heißt alle Fälle. Basically. Also was auf unserem offiziellen Bingo gefehlt hat, ich muss es zugeben, war smart. War Digitalisierung oder digital oder Zukunft. Wir spoilern jetzt gleich noch ein bisschen mehr. Ich sage ja, es wird nicht besser. Also wer Alkohol gerade in die Finger kriegt, nur zu. Digital oder einzig. Danke, Kanyos. Ein Gut. Spende. Wir haben einfach mal nachgezählt. Dieses Pamphlet zählt 52 Seiten. Cyber kommt 25 Mal vor, also es ist eigentlich noch fast vertretbar. Digitalisierung 60 Mal, Zukunft 29 Mal, Daten 113, Datenschutz 33 Mal. Apropos Datenschutz, also eigentlich wäre das ja so unser Thema grundsätzlich. Ich darf hier gerade mal ganz kurz, ich weiß, ich habe hier 2 Leute beauftragt, das mal kurz zu zitieren. Kannst du das Mikro? Du kannst das Mikro wahrscheinlich nicht so weitergeben. Ne? Super. Danke, also zum Martin. Thema Datenschutz. Wir haben bei dem Hackathon auch versucht, so etwas Ähnliches wie eine Struktur in der Digital Roadmap zu erkennen. Das ist gegeben. Also es gibt Kapitelnummerierungen, Unternummerierungen. Wer auf den ersten Blick erkennt, welche Bedeutung der Datenschutz hat, möge bitte aufzeigen. Also war so Freitag schon mal. Danke. Darüber zu legen, dass man es findet. Sehr gut. Ja, also das ist Datenschutz und der Gesamtbedeutung der digitalen Roadmap österreichische Bundesregierung. Um das noch weiter zu präzisieren, der Abschnitt dort besteht aus genau 4 Zeilen, die ich zur Kenntnis bringen möchte. Digitale Arbeitsumgebungen ermöglichen die Nachverfolgung der Aktivität der Beschäftigten, nicht zuletzt zur Kontrolle und Steuerung. Bestehende Mitgestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten dürfen durch die Digitalisierung nicht umgangen werden. Im Zuge der Anpassungen des nationalen Rechts an die neu beschlossenen Rechtsrahmen Datenschutz wird dies zu berücksichtigen sein.
Punkt, Ende. Okay, Datenschutz kommt. Entschuldigung, haben gerade alle zugehört? Ich sehe gerade fragende Gesichter. Ich meine, ich sehe da Alkohol, bitte durchgeben, das hilft. Danke. Also, dass Datenschutz ein Grundrecht ist, kommt in der Roadmap natürlich nicht vor. Der Verweis auf Datenschutz, Jinx hat es vorhin erwähnt, kommt noch 33 Mal vor, nämlich im Sinne von Datenschutz ist ein Hindernis, das aber zu beachten ist. Basically. Also, wir werden euch jetzt noch ein paar andere Sachen hier draus zitieren und das Traurige an der Sache ist, es sind Zitate, ja. Das ist ein offizielles Papier der Bundesregierung und das liegt vor für die Bürger dieses Landes zur offiziellen Kommentierung. Also das ist das, was diese Regierung ihren eigenen Bürgern zumutet. Ja, also im ersten Semester kriegt man das mit einem freundlichen Verweis halt zurück, so du, bitte nochmal neu. Ja, ab dem zweiten Semester kriegst du das um die Ohren geschlagen, ausgedruckt. Wie gesagt, Datenschutz war jetzt schon traurig genug. Simon, wo bist du? In der Nähe des Alkohols, da bitte, danke. Es geht jetzt noch mal einmal weiter mit Datenschutz. Bitte hört mal zu, ja? Also wir haben das jetzt mal hier im Zitat. Es gibt einen zweiten Punkt unter Datenschutz, der im Bereich Handlungsfelder Sicherheit, Schutz und Vertrauen zu finden ist, wo es um Sicherheitsniveau im Cyberraum geht, also ganz was Tolles. Und da gibt es diesen tollen Satz, wo zuerst steht, dass Datenschutz ein wichtiger Standortfaktor ist und bla bla bla. Und dann gibt es als Querschnittsmaterie begegnet der Datenschutz diesen Herausforderungen mit einem technikneutralen Zugang. Ja genau, ich sehe ganz viel What the fuck. Ja, jetzt wisst ihr genau, warum wir das mit 15 Leuten auch nicht nüchtern geschafft haben an einem Wochenende. Magst du es vielleicht einfach gerade nochmal? Okay. Als Querschnittsmaterie begegnet der Datenschutz diesen Herausforderungen mit einem technikneutralen Zugang. Davon gibt es 52 Seiten. 52 Seiten, genauso. Hat jetzt irgendjemand gerade einen Vorschlag für die Interpretation einfach nur dieses Satzes? Wir haben auch eine Alkohol Bühne, ist falls immer ein Lösungsmittel, wollt. Korrekt? Bitte? Wir haben auch eine Bühne, falls ihr das tanzen wollt. Ich kann die Ölkrise tanzen. Nein? Okay. Wir haben noch ein bisschen was mitgebracht, damit ihr hinterher die Karaoke-Party als echte Erleichterung empfindet. So leicht kommt ihr uns ja nicht davon. Wir geben auch Alkohol aus, das ist ja kein Ding. Bitte. Kannst du das nochmal sagen gerade? Cyber, Datenschutz und irgendwas, was keinen Sinn ergibt, ist super. Ja, 52 Seiten davon. Es ist übrigens nicht mal von der Rechtschreibung her konsistent. Also ne, das, man merkt richtig schön, wie schön es zusammenkopiert ist. Also wer hatte noch keinen Alkohol? Da ist er schon das zweite Mal. Hier, dort, da einmal darüber bitte, danke. Wart mal kurz auf das. Da kommen wir gleich zu. Wir haben da schon mal was vorbereitet. Okay. Na, dann will ich nicht spoilern. Nein, bitte nicht spoilern, wir kommen da gleich zu. Wir geben jetzt noch so ein paar exemplarische... Bitte? Okay, ich mach weiter. Ich mach weiter und du sichtest, gut. Also wir haben noch so ein paar Beispiele mitgebracht zum Thema... Ich muss jetzt gerade mal selber gucken, das ist hier... Ich muss zugeben, ich weiß das Ding nicht auswendig. Da hat sich irgendwie mein Kopf geweigert, sich das einfach alles einzuprägen. Ich glaube, es war Thema Bildungswesen. Wir sind jetzt ganz kurz bei der Erwachsenenbildung. Wir sind jetzt nicht bei Schulen oder so. Ja, es ist jetzt Erwachsenenbildung.
digitale Kompetenzen als integrativer Bestandteil und fächerübergreifende Querschnittsmaterie der Bildungsangebote in der Erwachsenenbildung als Maßnahme für IKT, also in Internet- und Kommunikationstechnologien in der Wissenschaft und Bildung. Möchte dazu irgendjemand irgendwas sagen? Linguistinnen, die sich über eine Satzanalyse trauen. So, was wird ausgesagt vom Subjekt hier? Also mir fehlen dann diverse Satzteile, mal abgesehen davon. Aber Querschnittsmenge haben wir noch nicht. Hast du das Pamphlet zufällig gerade als PDF? Nein, sorry. Ich habe es bei mir am Rechner. Ich kann nachher sicher gerne auch Querschnittsmenge kurz nachgucken, wie oft das drin vorkommt. Okay. Ich habe nur gerade ein Mikrofon bekommen. Möchtest du das haben? Ich weiß auch nicht, warum. Also funktioniert. Ja, warte. Tausch das Mikro mal gegen Alkohol. Es wird schlimmer. Ich glaube, Alkohol steht nirgends drin. Aber der Peppi hatte vorgeschlagen, wir könnten eigentlich die Zeit, die ein normaler Bürger braucht, um dieses Papier einmal durchzuarbeiten, einmal kurz hochrechnen, so auf die Bruttosozial... 2 Wochen Urlaub und nachher 4 Wochen Reha. Wenn man das jetzt gegenrechnet gegen die Gewinne in der Alkoholindustrie. Dazu sei erwähnt, der OECD-Schnitt für Alkoholkonsum in Liter pro Kopf ist 8,4 Liter. Österreich ist in dieser Statistik mit 12,4 Liter vertreten. Wir halten wirklich was aus. Ja, normalerweise. Ich guck mal, was ich hier gerade noch alles für euch markiert. Also es ist, wir können nachher auch gleich noch das lustige Seitenspiel spielen. Das mache ich immer bei Lesung ganz gerne. Ihr sagt mir gleich noch eine Seitenzahl und ich lese euch vor, was draufsteht und ihr seid selber schuld. Ich habe euch vorher noch was Schönes markiert. So, warte mal. Wo sind wir denn hier vom Themenbereich her? Umwelt- und Klimaschutz? Nein, noch nicht ganz. Medizin. Thema Medizin. Ganz hübsch. Einführung telemedizinischer Anwendungen, insbesondere für die Betreuung chronisch Kranker im Rahmen von Disease-Management-Programmen. Sieht hier irgendjemand ein Problem? Ich sage, es wird noch schlimmer. Soylent Green is people too. Nächster Punkt, auch Maßnahme im Bereich Health Management, wie auch immer. Einrichtung von Erstkontakt-Services als umfassende Anlauf- und Beratungsstellen für die gesamte Bevölkerung, breite Nutzung von Assistenzsystemen, zum Beispiel AAL und Smart Home, gegebenenfalls in Verbindung mit Telemedizin-Services zur Unterstützung des selbstbestimmten Lebens älterer und oder benachteiligter Menschen. Ja, oder dein Kühlschrank ruft deinen Hausarzt an, wenn irgendwie das Insulin zur Neige geht. Oder... I see what you see there. Ja, wir haben noch ein bisschen. Das ist ja jetzt nicht so. Ungarisch hatten wir noch nicht. Das könnten wir eigentlich noch mal probieren. Grandiose Idee. Was haben wir hier noch so alles? Thema Inklusion, sehr hübsch. Sicherstellung von Gendergerechtigkeit seitens aller Stakeholder zwecks Reduzierung bestehender Unterrepräsentation von Frauen und Mädchen in digitalen Berufen wie in digitalisierten Lebenswelten. Wer hat schon Bingo? Bitte, danke. Nein, vor Englisch haben Sie keinen Respekt. Vermutlich nicht so, nein. Also mal abgesehen davon, meine persönliche Meinung, wir haben fucking 2016. Ja?
Ich weiß, es ist nur meine Meinung. Ich glaube, die wird von der österreichischen Bundesregierung nicht geteilt. Der steht circa bei 1984. Ich wäre vorsichtig. 2000 waren wir aber auch schon ganz schön Teil weiter. Ehrlich jetzt. Also, so. Habe ich noch irgendwas Lust? Jungs, ihr habt mir das jetzt alles ganz toll wieder zurückgesortiert. Simon, du hattest noch was, ne? Ich weiß, ich habe dir was rausgesucht gehabt. Das war das letzte markierte Ding. Da waren wir nämlich nicht ganz sicher, was wir uns damit sagen wollten. Genau. Und zwar unterm Handlungsfeld Zukunft gibt es den tollen Satz: Auf dem Gebiet komplexe IKT-Lösungen soll Forschung samt diesbezüglichem Know-how-Transfer an relevante Stakeholder verstärkt werden. Klammer auf, IKT der Zukunft, zum Beispiel Cyber-Physical Systems. Ich ziehe an dieser Stelle den Cyber-Joker, ja? Cyber. Cyber-Physical Systems. Kann sich da irgendwer was drunter vorstellen? Böse. Jo? Dein Kühlschrank. Hetti, wir kommen bei dir alle vorbei und gucken uns das genau an, wie das geht, okay? Also wir haben zwei Seiten vorher und zwei Seiten nachher gelesen. Es war wirklich nichts zu finden. Bluetooth-Sex-Spielzeug, grandios. Warte, ich muss die Seiten nochmal lesen. Sehr schön. Komplexe IKT-Lösungen. Wer hat die Komplexe? Ja, die sind halt zum Teil imaginär. Enterprise Software im Sinne von unendliche Weiten. Unsicher. Basically Cyber, ja. Sollen wir es nochmal vorlesen? Seite 42. Seite 42. Ich weiß nicht, wer Seite 42 war. Ja, Seite 42 war gewünscht. Ich darf einen Satz daraus zitieren. Du hast die Seite 42. Ich habe die Seite 42 an mich gerafft und habe versucht, da einen halbwegs lesbaren Satz zu finden. Im Internet, also unter der Überschrift Kooperation in Wirtschaft und Wissenschaft, geht es weiter mit: Im internationalen Vergleich hat sich der Forschungsstandard Österreich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt und zählt in einigen Disziplinen mit einigen Institutionen zur Weltspitze. Ich möchte an dieser Stelle an den Durchschnitt des OECD-Alkoholkonsums erinnern. Das sollte man sich kurz irgendwie so im Gehörgang zergehen lassen. Ja, Herbert, bitte nochmal. Im internationalen Vergleich hat sich der Forschungsstandard Österreich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt und zählt in einigen Disziplinen mit einigen Institutionen zur Weltspitze. Bingo, würde ich sagen. Also wer immer will, man kann sich jede beliebige Seite suchen. Texte vergleichbarer Qualität wird man ganz sicher finden. Und nachdem wir diesen Textteil nicht ausgesucht haben, das ist einer der milderen. Ja, mag noch wer eine Seite sagen gerade? 23. Ich gucke mal, ob ich Seite 23 habe. 12. Oh, warte mal, ich habe Seite 24. Das ist wahrscheinlich, dass ich 23... Ich habe 23. Was hättest du denn gerne? Green ICT und Smart ICT? Fünfter Absatz. Ja, möchte irgendjemand Green ICT und Smart ICT hören? Gleich schon. Okay, ich lese mal den einen und dann gucken wir nochmal nach dem fünften, okay? Also, grüne IKT stellt die notwendige technologische Basis für innovative und intelligente Klima-, Energie-, Rohstoff- und Infrastrukturpolitik dar. Dabei wird IKT als Schlüsseltechnologie zur nachhaltigen Reduktion des Energieverbrauchs und Steigerung der Energieeffizienz gesehen. Das Traurige an der Sache ist, das ist das Original. Können wir ganz kurz zu originell kommen? Jemand sagte ja vorher was von automatischen Textgeneratoren. Das warst du. Ist der Red Planet im Raum? Red Planet ist irgendwo da. Ich habe ihn vorhin gesehen.
Red Planet ist unser Bot-Hörder. Ja, ja, alles gut. Wer Bild kommt. Ich musste nur kurz... Genau, österreichische Bandbreite zum... Das ist, also breit sind die da alle, aber... Bitte? Also, wer von euch weiß, was Markov-Chains sind? Markov-Ketten. Aha. Sehr gut, normale Menschen. Falls ihr zu denen gehört, die jetzt nicht aufgezeigt haben, wendet euch an eine Person eures Vertrauens neben euch, die gerade aufgezeigt hat. Die erklären euch das nachher. Der Red Planet hat den Text der Digital Random Roadmap genommen. Hat das einen Abend lang einem Markov-Chain-Bot vorgelesen. Der heißt Digital Random Map. Und wenn ihr wollt, können wir jetzt noch einen kleinen Turing-Test mit euch machen. Wir lesen euch zwei Sätze vor und ihr müsst erraten, welcher ist von wo. Das ist jetzt original versus originell, ja? Ja, ich lade noch. Soll ich dir einfach so irgendeine Random-Seite aus dem Pamphlet geben zum Vergleich? Ich lese das vom Bildschirm ab, dann ist es nicht so auffällig, was ist. Okay. So. Hört. Was nehmen wir denn? Da gibt es schöne... Das Internet ist bereits eine Essential Facility für viele Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der digitalen Welt ist eine wesentliche Voraussetzung, um die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Potenziale des digitalen Wandels erschließen zu können. Merkt euch das mal so, ja? Okay, Sample 1, ja? Kommen wir zu Sample 2. Sie bietet zahlreiche Chancen und Risiken auf der Stärkung der gesellschaftlichen, sprachlichen und politischen Integration von Menschen abzielt. Arbeitsmarktservice, AMS, Bildungseinrichtungen, Behörden, Krankenhäuser, Zivilgesellschaft und andere Institutionen wie im Freizeit- und Sportbereich sind gefordert, Diversitätskomplexen zu entwickeln. Diversitätskompetenzen. Das ist mir geschlippt. Ready? Ja. Gut. Wer ist jetzt dafür, dass Sample 1 die Random Map war? Okay. Wer glaubt, dass Sample 2 die Random Map war? Okay, die meisten glauben, dass Sample 1 die Random Map war. Was war was? Sample 1 war das Original. Sorry, guys. Machen wir noch eins? Komm. Noch einer? Bitte. Oh, mal schauen. Ich suche noch. Was? Oh ja, Maßnahmen. So. Vielleicht finde ich irgendwas mit gleichem Thema, das wäre super. Ja, das wäre super. Medienkompetenz ist super, oder? Ja, Medienkompetenz, grandios. Medienkompetenz ist grandios, das wollen wir alle, ja. Medienkompetenz von Familien und jungen Menschen stärken. Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben Internet und die neuen Medien in ihren Alltag integriert. Die Medienkompetenz von Familien und jungen Menschen soll daher gestärkt werden. Die politische und gesellschaftliche Beteiligung junger Menschen soll durch die Nutzung digitaler Medien verbessert werden. Okay, Sample 1. Kommen wir zu Sample 2. In der beruflichen Aus- und Weiterbildung muss die Requalifizierung der Beschäftigten führen und dürfen nicht ohne entsprechende Betriebsvereinbarungen bzw. Einzelvereinbarungen in Betrieben ohne Betriebsrat eingesetzt werden. Ja.
Okay. Wir fragen diesmal umgekehrt. Wer glaubt, Alkohol. Sample 1 ist Alkohol. Aus dem Original? Wer glaubt, Sample 2 ist aus dem Original? Okay. Es war wieder Sample 1, das Original. Sorry, guys. Ihr könnt das nachlesen, lassen, wenn ihr Wir lassen den klappt. Alkohol nochmal rumgehen. Also, Moment, ich kann das ja kurz herzeigen hier. Bitte, zeig mal her. Dieses hässliche Fenster wegtun, ja? Bitte, danke. So. Das ist der Markov-Bot. Zu eurer Linken. Und. Danke nochmal an Red Planet, wo auch immer er sich gerade rumtreibt, der diese wunderbare Random Map für uns gebaut hat. Sie so. Unterscheidet sich nicht sehr vom Original. Und zum Vergleich hier, Punkt 15, war der andere Text. Ja. War das der? Ich glaube ja. Ich glaube schon, ja. Ja, irgendwas mit Medienkompetenz. Ganz kurz, ich weiß, das ist jetzt eigentlich unglaublich lustig, also eigentlich nicht, aber... Ab einem gewissen Promillegrad wird das dann irgendwann lustig. Ihr seht hier, man kann da Kommentare, es gibt Stimmen, man kann das Ganze liken, disliken, wie auch immer. Wir haben uns echt die Mühe gegeben, das halt wirklich mit ein paar Leuten, wir haben es über die Liste geschrieben, wir haben es wirklich durchgeackert. Die Online-Konsultation ist noch offen bis 31.03. Wer sich das wirklich mal geben mag, je mehr auf dieser Plattform passiert, desto besser. Ja, wir nehmen da gerne noch Mitstreiter an. Ich befürchte, ja. Wir halten das auch für einen Versuch von Astroturfing. Bitte, danke. Da kann also man noch darauf hinweisen, beide haben einen Twitter-Account. Genau, also sowohl die Digital Roadmap hat einen Twitter-Account, als halt auch diverse involvierte Ministerienteile, wie auch immer. Das Ding an der ganzen Plattform selber, da hat sich nämlich auch einer bei uns mit auseinandergesetzt, kurz mit den AGBs. Also die Seite ist gehostet auf zwei Servern, ich glaube einem, ein belgischer und ein Schweizer Server oder so, zum Thema Unterstützung der österreichischen Infrastruktur. Ja, also ich glaube, ohne www landet man auf einem deutschen Server und mit www in Holland oder so. Also sehr originell. Dafür ist der Drive-by-PDF-Download weg. Oh, das haben sie echt gefixt? Ja, doch. Cool. Genau, also die ganze Seite hat halt so ein paar Schwächen. Die AGBs sind halt auch eher kritisch. Dennoch, wer, wie gesagt, einfach mal irgendwie 1-2 Stunden Zeit hat und sich den Wahnsinn geben möchte, das war unser erstes Projekt jetzt halt als C3 Wien. Uns da einfach irgendwie einzubringen, in der Hoffnung, das Schlimmste zu verhindern. Und wer Zeit hat, Ende April beim Barcamp Graz kommt die Cyber-Staatssekretärin Sonja Stessel, um mit der Community darüber zu diskutieren. Also wer Zeit hat, es wäre wirklich schön, wenn wir da ein paar Leute sitzen hätten. Bitte gerne. Also je mehr von uns da sind, desto besser. Danke. Ein Bonmot aus den Nutzungsbedingungen der demokratischen Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligungsplattform der österreichischen Bundesregierung sei dieser Satz genannt. Bundeskanzleramt und Bundesministerium für Wirtschaft haben das Recht, Beiträge ohne Angabe eines Grundes zu löschen. Also just saying, ne? Ja, also alle, ich sehe, ihr starrt gerade fassungslos darauf. Das ist das, was den österreichischen Bürgerinnen und Bürgern gerade zur Diskussion vorgelegt wird. Auf einer Plattform, auf der ohne Angabe von Gründen Kommentare gelöscht werden dürfen. Können wir über diesen Alkohol nochmal reden? Mal nochmal an. Welcher davon? Magst du? Ich kann. Noch größer. Warte mal, ich gehe mal hier aus dem Weg. Aus eigenem, was auch immer, dafür halten. Total. Dieser Satz keine Umstandsergänzung des vierten Falles.
Ja. Genau, also wie gesagt, wer sich den Wahnsinn wirklich mal geben mag, wir sind froh über jeden, der auch noch ein bisschen was auf der Plattform tut. Wir empfehlen halt den ausreichenden Genuss von möglichst viel Alkohol und so weiter. Das macht die Sache erträglicher. Paul, ist das eine Meldung? Wir haben schon etliche Kommentare verfasst. Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht im Kopf, wie viele es sind. Einige haben natürlich, oder vor allem die normalen User, die sich halt reingeklickt haben, weil sie gesehen haben, hey, wir dürfen vielleicht was mitentscheiden, haben natürlich vorne angefangen. Wir haben zum Teil einfach hinten angefangen, uns in die Richtung Mitte jeweils vorgearbeitet. Ein paar Leute haben sich halt die Infrastruktur vorgenommen, also Themenbereich Infrastruktur. Schaut einfach, wo nicht unglaublich viele Kommentare sind, nehmt das, kommentiert einfach dazu. Und wie gesagt, vielleicht können wir ja das Schlimmste verhindern. Bitte? Weiß ich gerade gar nicht. Also ich bin noch nicht gesperrt. Vielleicht ist das ein Versehen. Kann ich gerade auch nicht sagen, aber ich habe alle Leute auch in unseren Aussendungen über die Mailingliste dazu aufgefordert, auf jeden Fall Screenshots zu machen, wenn sie Kommentare posten, dass wir es auf jeden Fall dokumentiert haben, selbst wenn sie irgendwo gelöscht werden, dass wir zumindest sagen können, hey Leute, wir hatten da kommentiert und zwar Folgendes. Also wenn ihr tatsächlich euch das gebt und ein paar Kommentare schreibt, bitte Screenshots machen, dann haben wir es auf jeden Fall dokumentiert. Danke. Mikro kommt, Moment. Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch vorher angeschaut habt. Also diese Digital Roadmap for Austria ist eigentlich ein Reuse von einem preisgekrönten Projekt unter 11 internationalen Einsendungen in Berlin für den öffentlichen Publikumspreis. Das ist dort ausgezeichnet worden. Und weil das in Wien so gut funktioniert hat, macht es jetzt auch dann die Stadt Graz. Und eben das ist ein Resultat von dem. Also weil das so gut funktioniert hat. Es ist auch damals, sämtliche Kommentare von der Stadt Wien, die hat das letztes Jahr gemacht, sind auch eigentlich genommen worden als eine direkte Interpretation davon, dass das so gut funktioniert, die Bürgerbeteiligung, und dass das so gut angenommen wird. Also ist durchaus vielleicht zweischneidig, ich weiß es nicht. Ja. Genau, Bürgerbeteiligungssimulation, danke. ja, also wie gesagt, das war so unser erstes Projekt. Während wir halt dann darauf warten, dass dann mal irgendwie unser Papierkram durchgeht. Haben wir noch irgendwas zu sagen, Groß? Ja, genau, also es kommt jetzt gleich die Karaoke-Party, die wird natürlich unglaublich viel entspannter werden als das, was wir uns jetzt eben gerade angesehen haben. Also es kann nur weniger schmerzhaft werden. Ist mittlerweile ein Vollkorn im Raum? Noch nicht. Okay. Bitte? Okay, gut, er wird sich wieder anfinden. Er wird sich wieder anfinden, dann hätte ich nämlich noch ein Papier abzugeben und damit wäre dann unser Vorstand auch vollständig inklusive Pressebeirat. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Mitleiden. Ganz herzlichen Dank fürs Dasein, fürs Mitfeiern ist jetzt halt so eine Sache. Wir feiern einfach jetzt. Karaoke-Party startet quasi sofort.